Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe OneXTV. Heute besuchen wir den Peter Löhmann mit seiner Comedy-Show hier in Baden-Dettwil. Was er heute vorhat, vor allem hinter uns, in einem Coiffeur-Geschäft, kommen Sie mit, das fragen wir ihn doch gerade persönlich. Da gibt es Apero. Wunderbar geführt von einem roten Teppich. Sehr viele Gäste schon. Alle natürlich hochgestellt. Man sieht es schon an den Frisuren an. Wunderschön. So. Jetzt den Peter Löhmann sehe ich schon gestylt eigentlich. Entschuldigung, darf ich da schnell durch? So. Wir werden ihn persönlich fragen, was er heute so macht. Ich glaube, der Peter Löhmann ist ja immer offen für Neues. Grüß dich, Peter. Ja, während der Frisuren machen. Ne? Nur weil du jetzt besser aussiehst, muss ich jetzt drunter leiden. Ja, genau. Aber ich habe auch schon gesagt, du darfst nicht schöner sein als ich. Ja, das ist klar. Das ist kein Problem. Weißt, Italiener sehen immer besser aus. Sie können nicht shooten, aber aussehen tun sie immer besser. Schneiden. Schneiden. Peter, was machst du heute? Was ist heute dein Programm? Genau, wir machen ja ein neues Konzept. Und zwar, man muss ja nicht alles von der Deutsche übernehmen, aber sie haben tolle Ideen. Sie machen Comedy in allen Arten, in Form. Nightwash ist sehr bekannt. Und dann ist mir die Idee gekommen, komm, wir machen Comedy im Coiffeur. Gina hier macht meine Haare schon seit längerer Zeit. Und so ist die Idee entstanden, komm, wir machen viermal im Jahr so ein Event. Das war jetzt Gina, Besitzerin. Hoi Gina. Genau, hallo. Und was gibt es heute für eine Frisur? Also, ich habe den Peter total umgestylt. Ihr habt ihn sicher auch schon im Fernsehen gesehen, bei Visite. Und jetzt sieht er ein bisschen anders aus. Also ein bisschen fest. Genau. Ich würde jetzt einfach sagen, endlich einmal kann man dich anschauen, Peter. Also es sieht nicht schlecht aus, Peter, ehrlich. Eine kurze Frage, können wir sie auch färben, zum Beispiel seine Haare, Gina? Ja, auf jeden Fall. Zu ihm würde noch so weiss-grau passen. Ja, wir werden ihn ja jünger machen und nicht älter, oder? Jetzt gerade reinkommen, kennst du das? Das ist Trockenshampoo. Nur, dass du es weißt. Ich merke es, weil ich komme fast keine Stimme über. Ich glaube, ich lasse euch machen. Trockenshampoo. Gleich geht die Show los. He? Und die Frisuren hast du ja schon alle gesehen. Absolut. Dann haben wir Comedy. Ich habe mir überlegt, die Frauen haben uns ja weggenommen den Baumarkt, oder? Wir Männer können ja nicht mehr im Baumarkt, da sind ja nur noch Frauen drin. Und da habe ich gedacht, machen wir Comedy im Coiffeur, Frauenarzt, Comedy im Frauenarzt wäre das Nächste. Also, ich werde gerne dabei, Peter. Das habe ich mir gedacht. Peter, wir lernen dich machen und bis später. Und genau. Dich möchte ich im Moment nicht sein. Nee. So, und da haben wir natürlich ein klassisches Bild. Männer, die zusammen sind, sie trauen sich nicht unter die Menge. Sind ihr Peter Löhmanns Fan? Ich kenne ihn noch gar nicht. Wir sehen ihn heute zum ersten Mal und sind ganz gespannt. Aber es wäre noch toll, jetzt ein bisschen zu erfahren, was er so macht. Ihr wisst schon, was er macht, comedianmässig. Ja, nein, eigentlich nicht gross. Ganz ehrlich gesagt, nein. Richtig auch gespannt, was heute abgeht. Ja, genau. Also die Lachmuskeln sind bereit. Da braucht aber sehr viele Muskeln. Das haben wir nicht. Überraschen, das ist ja so, das ist gut. Gut, dann lassen wir aber noch pfeifen lassen und noch ein bisschen Sprit, und das hat es also wirklich lustig werden. So, ich würde sagen, hier hat es jemanden, der Peter Löhmann nachmachen möchte, und zwar in Sachen Frisur. Wie lange haben wir gehabt? Etwa 4 Stunden. Ja, lieber du als ich. Wie lange hast du gehabt für deine Frisur? Auch etwas, also bei mir ist es das Vierfache gewesen, 1 Stunde haben wir gehabt. Da ist es ein bisschen weniger, hä? Halbe Stunde. Sind ihr einfach Konkurrenz von Peter Löhmann, oder? Nein, nicht wirklich, nein. Auch Lachmuskeln heute ein bisschen trainieren. Genau, immer. Jetzt muss ich noch einmal schnell zum Peter Löhmann. Danke euch vielmals. Übrigens auch, sehr schöne Frisur. 3,5 Stunden. Nein, gut. Ich finde einfach, der Peter Löhmann braucht einen kräftigen Coiffeur. Und zwar jemanden, der ihn reingeht. Entschuldigung, Gina, darf ich schnell? Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, nicht schauen. Der Salon füllt sich langsam, der Peter Löhmann ist warm. Ihr seht in meinem Rücken sehr viele Leute. Sind alle gespannt. Vorher haben wir jemanden gefragt, was sie erwartet. Sie kennen den Peter Löhmann gar nicht so. Sie seien einfach parat mit den Lachmuskeln. Das werden wir auch. Und bevor es losgeht, würde ich noch schnell gerne einen Ausschnitt zeigen, wo er bei mir zu Gast war, was er mit meiner
schöne Jacke gemacht hat. Wir sind gerade wieder für sie hier in Bad Adwil bei der Gina. Diese komische Chope, kann ich die kurz haben von dir? Hast du eine Zigarette? Ja, okay. Ja. Zünd dir mal eine Zigarette an. Es ist wirklich ein Trick, wo wir nur diese Zigarette benötigen. Okay, normale Zigarette, magst du schnell schauen? Ist das in Ordnung? Heute siehst du mal angelegt und siehst mal das Loch drin. Okay. Das ist ein typischer Männertrick. Ich liebe diesen Trick. Mhm. Ist ein holländisches Modell, hä? Guck mal, von der Stange. Aber das ist in Ordnung. Okay, ja, es ist eigentlich okay. Ein italienischer, aber es ist egal. Im Gastelement ist übrigens Rauchverbot. So, jetzt schaut. Oh, wow. Sag du mir mal, can you say stop one time again? Where we make the hole in the sacco. Stop. Like here. Just there, yeah. Oh mein Gott. Ich mach den Trick heute zum ersten Mal. Oh, wow. Jetzt ist so, Kamera, kannst ruhig näher kommen, musst du mal schauen. Wir haben die Zigarette jetzt da drin. Ich mach den Trick heute zum ersten Mal. Kannst du, can you put the cigarette in the jacket? No, nee, jetzt habe ich gemacht einen Fehler. Warte schnell, wie ist das noch gegangen? Aber das Schlimmste ist, wir gucken mal, die Hände sind kurz, also die Ärmel. Wir drücken die Zigarette komplett in die Jacke rein, komplett. Und, oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Oh, juicy, yes. War das deine Lieblingsjacke? Peter, es schmeckt so komisch. Bist du Vorwärts- oder Rückwärtsläufer? Ich weiß aber, Haberbombe vorwärts. Ja, dann siehst du den Fleck nie. Okay, aber das Schlimmste ist, wenn du mitpustest, dass die Zigarette irgendwann in der Jacke verschwindet. Das ist wirklich unglaublich. Also ich jetzt ein riesen Mega-Applaus für den Peter Lehmann. Hey, danke vielmals. Super. Ja, und zurück wieder schön im Salon. Da ist er, der Peter Lehmann. So, er wird jetzt bereitgestellt für einen Auftritt. Eine kleine Bühne, wo wir dann sicher auch noch schnell einen Ausschnitt sehen werden. Es ist leider nicht so die Grösse, dass man alles einblenden kann. Ich freue mich auch auf Peter Lehmann. Er hat uns auch schliesslich eingeladen. Peter, jetzt wird es schnell ernst. Jetzt müssen wir die Leute zum Lachen bringen. Was bringst du so jetzt in dieser Show jetzt gerade? Wir machen Comedy Bang, also das heißt eine Mischung zwischen Comedy und Zauberei. Ich will natürlich, weil es so voll ist, müssen wir mehr Comedy machen, weil du lossest mehr als alles andere. Okay. Und wir werden ein, zwei neue Sachen, Elemente einbauen, aber erst im zweiten Teil. Wir machen jetzt 4 für 20 Minuten Vollgas, Pause, nochmal 4 für 20 Minuten, dann gehe ich Heiko brüllen. Okay, ich wünsche dir viel, viel Glück, lieber Peter Lehmann. Gott sei Dank. Mir ist es scheißegal. Gott sei Dank bist es du und nicht ich. Ja, eben. Du kannst sonst auch Comedy machen, aber eben. Viel Glück, Peter. Dank dir. Hallo. Da wird nicht gelacht, hä? Wir machen das so, ich mache zu Anfang 25 Minuten Show, dann gibt es noch was zu essen, glaube ich. Ist das richtig, Gina? Ja. Danke vielmals. Ihr seid alle eingeladen, es gibt noch mal Getränke. Und dann machen wir nochmal 4 für 20 Minuten. Wenn nicht geklatscht wird, mache ich einfach eine Stunde länger. Also schön. Oh nein. Ja, ja. Kein Alkohol mehr. Also, so, Stimmung ist gut. Dann fangen wir einfach mal an. WC ist unteren Stock, dass wir das auch noch geklärt haben. Nicht, dass einer hier irgendwelche alle Türen aufmacht. Ja. Konzept, wieso ist das entstanden? Comedy im Coiffeur. Ich bin aufgetreten vor 2 Jahren und vor drüher auch Show in Nightwash. Das ist eine Sendung in ARD. Und zwar wird in einem Waschsalon gezaubert und Comedy gemacht. Ich finde die Idee einfach schon genial. Du sitzt auf Waschmaschinen, darunter läuft noch die Wäsche von den Studenten und da drin wird einfach Comedy gemacht. Das ist ein super Konzept. Und ich habe überlegt, Comedy im Coiffeur, das passt, das ist mal was Neues. Ihr habt uns ja schon vieles weggenommen, ihr Frauen. Ihr seid ja mehr am Baumarkt als wir Männer. Ist uns langsam aufgefallen. Und darum habe ich gedacht, komm, machen wir Comedy im Coiffeur, mal was ganz anderes. Comedy im Frauenarzt ist das Nächste. Oder beim Gynäkologen oder so. So, also wir machen eine Mischung zwischen Comedy und Zauberei. Ich habe euch mitgebracht, dieses echt indische Seil aus China. Das Wichtigste aber, die Mitte drum schneide ich für euch das Anfang und das Ende ab, dann ist es nicht so schwer. So ein Blödsinn. Also Anfang A, Anfang B, unten ist die, oh, ich werde alt, die Mitte. Du heißt mit Vornamen? René. René. René, dann geht's nicht. Super. Du heißt? Micha. Micha, hast du dir den Namen selber ausgesucht oder ist den überkauft? Selber ausgesucht. Okay, so. Egal was du nimmst, nimm weniger. Also für so eine Antwort. Wie alt bist du? 15. 15? Ja, dann bist du ja 10 Jahre jünger als ich. So. Wir haben hier oben Anfang A, dort habe ich schon gesagt, dass ich Single bin? Ich
komme nochmal darauf zurück. Also wir haben hier oben Anfang A, dort Anfang B, unten haben wir... Ich komme aus Remmitschwil. Wer kennt das? Buslingen. Wer kennt das? Wer kennt es nicht? Ihr müsst schon den Arm, ihr dürft ihn ruhig heben. Also wirklich, wo kommst du denn her? Woher? Arburg, da habe ich auch mal gewohnt. Ja, aber dann habe ich was aus mir gemacht. Nein, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Also Anfang A, Anfang B, unten haben wir Ende A, Ende B. Wenn wir zum Beispiel jetzt Anfang A mit Anfang... Na, ich mache den Trick zum ersten Mal, ich fange nochmal an. Nein, den Applaus lassen wir weg, das ist okay. Boah, ist die Stimmung super. Ich muss da zerschnieden. Ah, ich weiß, die Aargauer sind ja so sehr super, drum haben wir ja weiße Socken an. Schön sauber abschneiden. So, jetzt haben wir hier oben imaginär A und imaginär B. Wenn wir zum Beispiel Anfang A mit Anfang... Nein, warte schnell, ich fange nochmal an, warte schnell. Irgendwann klatscht einer, also das weiß ich nicht. Stimmung ist immer noch auf drüben. So, ich muss da zerschnieden. André, bist du noch da? Ah, René heißt du, ne? Wunsch kriegt sie? Ja, hoffentlich. Ja, meine Mama weiß das nicht mehr. Das wäre schon zu lange her. Ganz kräftig Züche, ist das gut? Was machst du beruflich? Metallbau. Metallbau, ja, das merkt man. Ja, ja, ja. Kannst du mal unten gleich lang abschneiden? Wie lange machst du den Job schon? Ja, ein paar Jahre. Ein paar Jahre, ohne Abschniede, hab ich gesagt. Nur wie? Ist das dein Freund? Jetzt nimmer. Ja. Fangen wir nochmal an. Wir haben jetzt hier oben Anfang A, dort Anfang B, unten haben wir N. René? Gleich lang, komm, mach nochmal. Den Job hast du schon länger? Ist dein Chef auch da? Nein. Also, fangen wir nochmal an. Wir haben jetzt hier oben Anfang A, dort. Ja, scheiße ist es nicht. Es ist einfach falsch lang. Also, ich wollte ja früher auch auf dem Metallbau schaffen. Aber ich hätte die Sauferei auch nicht vertragen. Also, das ist jetzt okay. Fangen wir nochmal an. Also, wir haben jetzt hier oben Anfang A, dort Anfang B, unten haben wir Ende A, Ende B. Wenn wir Anfang A mit Anfang B, und jetzt gibt es mal einen Riesenapplaus, das kriegen wir heute schon auf. Merci, wie neu. Junge Frau, Sie sehen mich ja. Sie heißt mit Vornamen? Yvonne. Das stimmt. Yvonne, weißt du, woran man erkennt, dass ein Mann Erotik möchte? Er atmet. Wieso, René, wieso hältst du jetzt die Luft an? Yvonne! Manchmal finde ich die Gags selber lustig. Yvonne, kannst du mal Stopp sagen, aber vor meinen Finger? Kommst du aus Bern, oder wo? Ist ein Berner da? Wo? Und schon da! Ja, das ist super. René, halt mal das Seil hoch. Was wäre passiert, wenn die Yvonne genau in der Mitte Stopp gesagt hätte? Vielen Dank für deine spontane Antwort, René. Halte einfach fest, ganz Festheber. Dann wäre der Knopf, Festheber, dann wäre der Knopf jetzt ungefähr hier. Da ist die Stimmung schlecht. Ne? Findest du auch? Ne? Sag ja. Dann klatschen sie. Pass auf, Mama, ja. Also, Yvonne, den Knopf darfst du behalten, der bringt dir Glück, wenn du normal zur Schule gehst. Oder so. Also, ihr habt gesehen, ich habe Probleme mit zwei Seile, drum machen wir es jetzt mit drü. Die drei Seile müssen gleich lang sein. Der Stock schmolz, mach nochmal. Ist feucht geworden. Ist witzig. Rufe, Eva. So, jetzt geht mein Ball zu dir. Pass auf. Tada, meiner ist weg. Muss ich mal bei dir, Leute? Hey, wie hast du das gemacht, du? So, jetzt hast du Fisch an der Angel, ist das gut, ne? Der Ballon hebt 2 bis 3 Jahre. Die Luft war raus, aber der Ballon hebt schon. Ne? Weißt du, was du nie zu einem Hundeballon sagen darfst? Platz. Du kriegst nochmal einen Riesenapplaus, das hast du super gemacht, Tim. Hey, danke dir! WC-Papier, 4-Sterne-Hotel, ich habe das Hotel nicht genannt. Ich habe dann angerufen an der Rezeption, habe gesagt, Sie entschuldigen Sie, ich habe kein Toilettenpapier. Wisst ihr, was die gesagt hat an der Rezeption? Schön. Müsste aber. Müsste aber, interessiert dich in dem Augenblick ein Schießtrick. Stell dir mal vor, du rennst raus, ohne zu zahlen. Müsste aber, ist genau dasselbe, oder? Ne? Also das ist wirklich so. Wer ist denn im Facebook? Wer ist im Facebook? Schnell Arm hoch. Marco, du bist heute, hast mich angeklickt. Hoi, Marco. Nein, ich habe schon 4 Freunde. 2-mal meine Mami.
Aber die habe ich selber angemeldet. Nein, ich bin eine Facebook-Tussi. Also ich sage euch wirklich, ich gründe selber Gruppen dort. Man kann ja so Sympathisanten, so Gruppen gründen. Wenn ihr so weitermacht, kommt ihr hier hoch und ich runter. Ich schwör's euch. Ne? Als Walt Disney-Camper. Ja, okay. Walt Disney, berühmteste Figur am Anfang? Mickey Mouse. Wie hieß die Freundin? Minnie. Letztes Mal deine Profi gesagt, habe ich Angst überkommen. Mickey und Minnie. Übrigens ist Minnie Maus die einzigste Frau, die ich kenne, die immer High Heels anhat und sich nie beschwert. Mickey und Minnie waren immer zusammen. Die haben immer sich geliebt, sich nie gestritten. Warum nicht? Ich habe es rausgefunden. Die sind nie zusammengezogen. Einfach mal so. Interessiert euch auch nicht. Ne? Weil ihr alle schon in einer Beziehung seid und zusammen wohnt. Das ist das Problem. Dann habe ich noch eine Gruppe, Beziehungsstatus. Ich gehe mit meiner Laterne. Dann habe ich noch eine Gruppe, da habe ich schon 503 Freunde. Willst du Schmetterlinge in den Bauch, steck dir Raupen in den Arsch. Verwechsel das aber nicht mit Flugzeug im Bauch. Das tut dann Hure weh. Also das sage ich euch schon. Achte gut auf die kurzen Ärmel, achte gut auf die 10 Franken. Das Allerwichtigste beim Geld vermehren ist immer das Falten. Umso mehr man faltet, umso höher wird die Rendite. Schon mal gehört? Credit Suisse. Hey. Und wer wäre es? Hallo, ja, Natascha, jetzt nochmal. Ne? Die trauen mir nicht, ne? Ja, jetzt Geld bekommen, super. Nee, jetzt habe ich auch Angst. Komm, jetzt überfall dir. Stell dir das aber bitte nur in Gedanken. Hallo? Natascha? Und du fragst dich, warum er noch nicht gefragt hat? Nein, das ist ein Blödsinn. Pass auf. Aber du hast es ja verdoppelt, so schlecht ist es auch nicht. Ne? Also das ist mir jetzt auch noch nie passiert. Also pass auf, ich versuche zu retten wie eine Beziehung. Wir machen daraus 40 Franken, dass ihr lacht, ist klar, sind die eure 10 Stutz. Ne? Wir machen daraus 80 Franken, jetzt kommt wieder das Falten. Umso mehr man faltet, umso höher die Rendite. Welche Bank? Credit Suisse. Das muss ich sagen, ist ein Sponsor. Dann verändert sich die Größe, die Farbe. Aber weißt du, wie in einer 7-jährigen Beziehung. Man muss zwischendurch mal was kleben und dann ist das los. Du kriegst einen Riesenapplaus, dass du den Scheiß mitgemacht hast. Ein Riesenapplaus für Natascha! Peter, jetzt hast du schon deine erste Halbzeit durch. Wie ist es gelaufen? Hey, Hammer. Es sind so viele Leute gekommen. Wirklich, ohne Scheiß, proppenvoll. Ich weiß nicht, gefühlte 200 Leute da in diesem Quartal. Es sind sehr viel, Peter. Wirklich, ohne Scheiß. Und bin echt happy, dass unser Konzept sofort funktioniert hat und dass die Leute auch Spaß haben. Das merkst du einfach, weil so ein Auftritt ist immer am schwierigsten, weil die Leute sehen nicht richtig und sie kennen sich untereinander nicht. Darf ich lachen, darf ich nicht lachen? Aber es hat wirklich voll funktioniert. Wie siehst du das in Zukunft? Kannst du dir das vorstellen, ein, zwei, dreimal im Monat Peter Löhmann im Coiffeur? Also wir haben jetzt mal entschieden, viermal im Jahr es zu machen. Es kommt dann auch immer ein neuer Comedian dazu. Also Markus Krebs hat mir schon zugesagt, den du sicher kennst vom Deutsche. Und dass wir immer so einen Mix machen zwischen Comedy, Zauberei, Akrobatik, das kannst du alles eigentlich machen. Ja, noch eine Überraschung für Peter Löhmann. Ich könnte mir etwas vorstellen, wo er das sonst auch noch machen könnte. Gehen wir doch schnell schauen. Okay. Peter Löhmann, das habe ich jetzt ausgelesen. Ich weiß, dass du... Mal, damit ich meinen Körper noch stählere. Aber Comedy im Fitness wäre auch cool. Du kannst es überall machen. Comedy in der Metzgerei. Du kannst überall lachen. Ich weiß, das Gerät brauchst du auch immer. Das wäre doch etwas, oder nicht, Peter? Ja, aber da kannst du nicht lange durchheben. Das sage ich dir jetzt schon. Bei meinem Astralkörper ist das sehr schwierig. Aber du kannst das Gerät mal benutzen, weil du hast ja Oberarme wie ein Spatz Krampfadern. Also da können wir schon mal was machen, oder? Nein, liebe Zuschauer. Heute ist der Tag für den Peter Löhmann. Und eins, selbstverständlich. Zwei, drei. Wir lassen doch den Peter noch ein bisschen müde werden. Und er hat gleich seine zweite Show. Gina, als Jungunternehmer hast du dich gewagt, dich selbstständig zu machen. Wie bist du auf die Idee gekommen? Also, das ist einfach mein Herzblut. Ist wirklich Frisuren gestalten, einzigartige Sachen, spezielle Sachen zu machen. Ich habe im Swiss Hairdressing, wie man hier sieht, einen Oscar gewonnen.
Und wollte dann einfach mehr erreichen, mehr Leute zu bewegen, wirklich spezielle Frisuren zu machen, etwas zu erreichen. Jetzt habe ich einen Coiffeursalon im Januar mit 13 Angestellten. Wirklich sehr guten Angestellten. Mir ist wichtig Qualität, Perfektion und Kreation. Und das kann ich wirklich auch mit meinen Mitarbeitern erreichen. Sind es das deine Mitarbeiter oder einfach Modell? Wenn wir mal von hier anfangen, jetzt Gina, du kannst da mal die Frisur erklären. Ja, das ist einfach angeacht. Das sind Frisuren von mir, beispielsweise jetzt Babylonia. Das ist einfach wirklich Avantgarde, etwas Spezielles, etwas Kreatives. Und der Rest ist auch kreiert von meinen Mitarbeitern. Mhm. Und ja, wir sind alle dankbar, dass sie da sind, dass sie so schön motiviert hingehabt haben. Und zur Verfügung steht natürlich. Man sieht ja auch. Es ist etwas Gutes für die Rausgekommen. Also Hochzeit oder Party oder wenn jemand gerade irgendwie einen Freund sucht, können sie natürlich zu dir kommen. Ja, genau. Immer zu der Gina Fina. Okay, das dauert jetzt aber etwa so 4 bis 5 Stunden. Wann muss man da etwa anfangen? Ja, das geht schnell vorbei. Zeit und Coiffeur ist ja amüsant, oder? Absolut. Man hat auch viele Häftchen zum Lesen und zum Quatschen und die Zeit geht im Nu vorbei. Herren haben wir auch. Was ist jetzt das? Wie lange hast du gehabt für die Frisur? Das hat Gabi Deiss gemacht, meine Angestellte. Und sie hat dann gestylt, das denke ich, geht 15 Minuten, 10 bis 15 Minuten. Genau, noch ein bisschen alles geschminkt ist worden. Natürlich gehört zu der Frisur gehört auch das Make-up dazu. Gute Kleidung, das ist immer auch noch ganz wichtig. Oben mein Herr natürlich. Jetzt würde ich sagen, wir verpassen natürlich die Show von Peter Löhmann nicht. Sie sind ganz gespannt, also die machen das gut. Sie können jetzt wie Models davonlaufen und danke für mal Gina. Bitteschön. So, Peter Löhmann, ein Begriff. Ja, sicher. Lustig, findet ihr es gut? Ja, ich denke mir, sein trockener Humor ist gut. Ein bisschen etwas Neues in einem Coiffeur, hä? Ja, wirklich speziell. Wie habt ihr es eigentlich erfahren, dass er hier einen Auftritt hat? Sehr bewegend. Sehr bewegend. Aber lustig, oder? Ja, natürlich. Klar, ist mal was anderes, ne? Also das kann er weitermachen? Durchaus. Durchaus. Super, in dem Fall könnt ihr noch dann richtig unterstützen. Also wenn er fertig ist, ein riesen Applaus. Das ist gut. Und Haare schneiden können wir den Auto her? Ja. Wunderbar. Ich sicher auch. Aber wir haben natürlich noch etwas Spezielles. Was gibt es noch an der Theke? Ja, wir haben heute speziell hier Kollagen-Eiweiß. Das ist extra für Frauen, für das Bindegewebe. Wir denken, dass man schon die Haare schön macht, aber schauen, dass die Oberschenkel gut aussehen. Und für das haben wir jetzt hier unterstützend arbeiten. Das heisst, für Herren haben wir hier nichts? Es ist für Herren sehr gut, es ist für den Muskelaufbau, aber in erster Linie geht es heute mal um Frauen. Super, Frauen im Vorteil, danke noch einmal. Wir haben vorher Gina gehört. Sie hat erklärt, was sie macht und wie sie auf die Idee gekommen ist, auch mit der Selbstständigkeit. Jetzt hinter mir geht es immer noch ab mit dem Peter Löhmann. Irgendjemand muss ja die Leute verpflegen. Kommt mit. Wir stören möglichst die Leute nicht. Stören. Entschuldigung. Komm schnell durch. Geht wunderbar. Entschuldigung, darf ich noch stören? Danke. Der Trick ist eigentlich, man muss sich zeigen mit dem Mikrofon und der Platz wird einem gemacht. Soli, Sender, wunderbar. Ein roter Teppich. Da schlägt der Peter Löhmann drüber. So, jetzt suchen wir den Alberto, den Sender. Das Apero fein serviert. Ist der Alberto nicht rum? Der Alberto hat schnell Pause. Er wird wieder da sein. So, und da ist der Alberto, vorher ein Päuschen machen, wenn alle natürlich beschäftigt sind. Jetzt habe ich den Namen gesagt. Was machst du genau an dem Anlass heute? Also wir haben zwei Bars. Wir haben eine Bar in Rupperswil und in Bruck. Und machen wir heute hier Catering für das Trinken. Was gibt es denn Feins? Also wir haben feinen Prosecco, feinen Weisswein, Orangensaft und Mineral für die, die wir fahren natürlich. Und Bier haben wir auch im Angebot. Jetzt frage ich mal jemanden, der von einer anderen Branche kommt, wie ist die Idee? Könnte man das auch bei dir machen, so Comedy? Ich denke schon, ja. Also da habe ich jetzt auch gerade etwas schon im Kopf am Laufen, dass wir auch so etwas machen würden, weil es kommt bei den Leuten sehr gut an, das sieht man. Also sehr viele Leute heute hier, erstaunlich. Würde einfach auch bei dir laufen? Ja. Ich würde sagen, wir
stoßen doch hier mit dir an. Ich bin noch am Arbeiten, ich nehme Wasser. Wir nehmen hier Wasser. Ah, ich bin natürlich wieder. Okay. Ja. Oh nein, also gut. Okay. Ich habe ihn überreden. Alberto, danke vielmals. Danke auch. Merci vielmals. Zum Wohl, zu dem Abend. Jetzt müssen wir es mal trinken. Peter Löhmann, du hast es geschafft. Gratuliere. Du kommst noch von einem natürlich ganz guten Gastgeber. Sorry. Oh, ja zum Wohl. Ist aber fein, oder? Es tut jetzt gut. Ist fein. Ja, ist fein. Peter, wie hat es dir gefallen? Mir hat es sehr gut gefallen. Sehr lustig gewesen. Die Leute haben es. Ja, absolut. Ja. Also das nächste Datum, jetzt. Im März. Im März ist das nächste. Ich sage es dir dann früh genug und den Gästen dann auch. Aber ich kann mir vorstellen, Sam Nikolaus, Peter Löhmann. Nein. Ich bin ja schlimmer als der Sam Nikolaus. Ich werde schmutzlig. Ne? Peter, du hast das ganz gut gemacht auf deine Show. Es hat mindestens, also ich glaube, 150 Leute gehabt. Ja, gefühlte 300. Gefühlte 300. Jetzt Temperatur ich, gefühlte 500. Jetzt würde ich sagen, bleiben wir wieder Comedy und zwar... Ja, wir knutschen. Peter, das wär's gewesen. Für Schweiz 5, für einen kurzen Beitrag. Einen schönen Abend auf Schweiz 5. Schalten Sie wieder ein. Bis nächstes Mal. Warnungs-TV.